ich als Foodbloggerin lege vor allem grossen Wert auf gute Produkte. Ich arbeite mit vielen Zutaten aus der ganzen Welt, finde dann aber die Spezialität aus der Schweiz mindestens genauso spannend. Darum bin ich zurück ins Engadine in meine Heimat gefahren, um dort Produzenten kennenzulernen und zu schauen, wie das Ganze hergestellt wird. Das Fleisch ist voll und breit. Und dort sind wir einen Alpabzug gemacht. Silvana, ihr Onkel und ich sind nachher hochgelaufen. Wir haben am meisten Eindruck gemacht. Ich meine, sie ist ein paar Jahre älter als ich und hat einen ganzen Hof und macht das alles selber. Aber sie findet es voll cool. Das ist das, was sie will. Die stehen fast schon spariert. Ja, die warten schon wirklich. Egal. Älpler sein, das gibt eine Sucht. Ja. Wenn es dann so im März die Stunden anfängt zu schmelzen und warm wird und blümlich, denkt man auch, jetzt gehe ich dann mal rauf und schaue, wie es aussieht. Und wie macht sie es, Silvana? Gut. Ja, sie macht das gut. Ich habe gestaunt, wieder, wo wir es von hier zu unten runtergenommen haben. Sie hat es so im Griff gehabt, sie hat gewusst, es fehlt einem. Ein Weissen. Aber merkt man so bei den Tieren eine Veränderung? So. Ja, nicht, kann. Definitiv. Merkt es ganz genau, jetzt geht es darum. Dann wollen sie heim. Ich glaube, das ist so eine der besten Tierzuchten, die du haben kannst. Wenn du den Sommer als Tier auf den Alpen bringst. Wow! Regen? Ich fühle mich wie im Heidi-Film. Wir fahren jetzt irgendwie auf dem Schiff und die Kühe springen den Weg, aber wo wir raufgelaufen sind. Nein, nein, wir gehen nicht hier durch. Ah! Ah! Ich so, keine Ahnung, was sie machen. Dann musst du so ein bisschen ho, ho. Wir haben sie gefolgt. Ja, mir schon. Ah, okay. So, alle drinnen? Die hoffen, dass alle sind. Wow, das dampft. Ja, recht viel Schlammschlacht haben. Ich habe mich dann gefragt, ob sie also Sachen macht, wie halt mit vielen Kollegen macht oder so. Jetzt geht sie 3 Männer auf Neuseeland. Finde ich mega cool irgendwie so. Yeah! Hey Nando! Er muss jetzt in die Frauen schauen. Ja, ja, ja. Und die Stiere so, wenn ich jetzt allein wieder aufs Feld und zum Stier ran, und sind die schon recht aggressiv? Nein, sie sind eigentlich ganz zahm. Vielleicht die Aussicht hast. Ja, da siehst du mega weit rum. Hier sind sie einfach am Essen immer. Vor allem zusammen Kühe, zusammen Kälber, zusammen. Und dann den anderen Teil können sie so auswählen, wo sie wollen. Wenn sie klicken, ja. Ja, da hörst du mich. Schon fein. Die können wir jetzt wirklich nur Heu. Das Heurezept machen. Das weiß ich noch früher, mein Götter war auch gut. Wir sind immer ins Heu. Nach dem Heu einfach alle Kinder immer ins Heu. Ach schon? Du, meine Hand ist nicht so fein wie das Gras. Komm. Komm. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal vielleicht kein Fleisch mehr essen? Nein, dafür habe ich es gerne. Aber ich denke, der Konsum wird glaub, deutlich kleiner, wenn ich es nicht selber produzieren würde. Da hast du nie so, tun sie nie so ein bisschen leid. Also. Klar, aber du musst dich damit abfinden, dass wenn du musst dir gehen. Hast du viel Fleisch? Es kommt ein bisschen darauf an. Ich bin nicht so, ich glaube, es ist schon warm, bei uns Fleisch gibt, dann gibt es Anstand. Wer kocht bei euch? Der Max oder der Moritz?
Wir kochen mega gerne zusammen. Dattelhummus, selber gemachte Gewürzmischung, Crackers, Räuchertofu, Randerchips, Schuldatteln, Samennüsse, Knoblauch, Chili, Dukka. Da, noch etwas. Ah, ich probiere, das ist mega geil. Das ist der Zeitpunkt, genau, von den Kälbchen einfach. Wie kommst du auf all diese Rezepte? Das ist noch mega schwierig. Ich denke, Natur inspiriert. Okay. Und viel gut joggen und dann bin ich los. Und dann denkst du gerade am Essen. Ja, sowieso die ganze Zeit.